Guten Morgen und herzlich willkommen bei 1:1 aus Düsseldorf. Ich bin am Montag auf der CeBIT gewesen, der weltgrößten Computermesse. Und was man dort so alles sieht, naja, das ist auf der einen Seite furchtbar faszinierend, was demnächst zusammenpasst. Auf der anderen Seite, ich gebe es gerne zu, auch ein Stück ängstigend. Natürlich wird es viele helfen, wieder viele Hilfen im normalen täglichen Leben geben. Auf der anderen Seite ist die große Frage, die Daten, die da zusammengeführt werden, ja, wer liest die denn eigentlich und was muss da möglicherweise an Sicherheitsdingen noch eingebaut werden, damit diese schöne neue Welt nicht so wird, wie das irgendwann in Romanen mal beschrieben worden ist. Auf der anderen Seite, bevor es so weit kommt, müssen wir erstmal Internet haben. Und da wissen wir, da haben wir in Deutschland insgesamt noch einen weiten Weg vor uns. Auch in Nordrhein-Westfalen muss da noch erheblich nachgearbeitet werden. Darüber wollen wir uns heute Morgen verständigen und nachfragen. Flickenteppich statt Supernetz, W-Entwicklungsland Nordrhein-Westfalen. Wo stehen wir da? Das wollen wir mit einem besprechen, der sich besonders gut auskennt auf diesem Feld, von den Piraten aus dem Landtag, ist Daniel Schwert da. Erstmal herzlich willkommen, guten Morgen. Guten Morgen, vielen Dank für die Einladung. Gerne. Ich unterstelle mal, Ihr Handy haben Sie ausgemacht, wir haben da vorher nicht drüber gesprochen. Doch. Wenn man jetzt 25 Minuten als Pirat ohne Handy ist, geht das überhaupt? Das ist schon schwer zu ertragen. Man ist schon sehr gewohnt, dass man überall seine Internetverbindung hat. Da gewöhnt man sich sehr dran. Und so im Kopf, manchmal schalten Sie manchmal ab, haben Sie es abends am Bett liegen? Im Grunde lebe ich im Internet, insofern natürlich, ich habe es immer bei mir. Gar keine Auszeit? Im Urlaub ja, aber sonst außerhalb eigentlich nicht, nein. Werden Sie nachts geweckt, wenn eine Mail kommt, gucken Sie nach oder tun Sie es doch weg? Also das Handy ist natürlich leise, es ist nicht so, dass ich mich immer unterbrechen lasse, das wäre ja Wahnsinn. Aber es ist immer in der Nähe und ich kann halt nachgucken, wenn ich das möchte. Okay, das war der persönliche Aspekt. Die Frage so mal ganz generell, wo stehen wir in Deutschland digital? Die Bundeskanzlerin redet ja auch permanent bei allen Eröffnungen der CeBIT immer wieder vom Digitalland. Aber da kann man dann das eine oder andere Fragezeichen machen. Wenn Sie Deutschland mit anderen Ländern vergleichen, wo stehen wir? Irgendwo im Mittelfeld. Also es ist eigentlich traurig, dass wir als Industrieland so weit nur im Mittelfeld stehen und dass sich das nicht widerschlägt, die Innovationskraft, die zum Beispiel in diesem Land ist, auch in diesem Bereich. Wenn wir das jetzt vergleichen mit anderen Ländern, wo würden Sie sagen, also da können wir eine Menge von lernen? Die skandinavischen Länder werden da immer angeführt. Natürlich ist die Bevölkerungsdichte nicht ganz so groß und man muss da mehr machen. Liegt es daran, was sind für Sie Länder, wo Sie sagen, gut, sollten wir schaffen? Also wenn es zum Beispiel um die Versorgung mit Internet geht, dann sind die skandinavischen Länder ein schönes Beispiel dafür, dass das geht, flächendeckend und Hochgeschwindigkeits-Internet zur Verfügung zu haben. Was die Wirtschaft angeht, sind es natürlich die USA oft das Vorbild, weil sich dort eben große Internetkonzerne gebildet haben. Die haben ja auch irgendwann mal klein angefangen. Auch die haben irgendwann eine kleine Start-up-Idee gehabt, aus der sich das Ganze dann entwickelt hat. Und das die berühmte Garage von Steve Jobs und seinem Kompagnon Wozniak zum Beispiel. Solche Geschichten, da bin ich also heute das wertvollste Unternehmen der Welt. Wobei manchmal fragt man auch, naja, ist das jetzt altes Denken, wenn ich überhaupt die Frage stelle, mit klassischen Unternehmen das zu vergleichen? Weiß nicht, wie sehen Sie das? Oder sagen Sie, die Frage ist typisch archaisch, ich bin ein bisschen älter als Sie, die kann nur so einer stellen wie ich? Es hat natürlich Übertreibungen da gegeben in der Bewertung. Natürlich muss auch ein Unternehmen irgendwann mal Gewinne erzielen, Umsätze haben, um das zu rechtfertigen. Das ist sehr viel Fantasie, die da drin steckt und die hat sich nicht immer bewahrheitet. Aber ich denke, das liegt auch in der Natur der Gründung. Wenn wir jetzt von außen noch mal gucken, den Blick auf die Bundesrepublik insgesamt aufziehen, gleich reden wir auch speziell über NRW, wo sagen Sie, woran hapert es? Wir haben jetzt so einen Digitalminister in Berlin, Herr Dobrindt, der fürs Digitale zuständig ist. Haben Sie schon viel von ihm gehört? Man hört mehr von der Maut, ne? Ja, also er ist ja nun eigentlich sowas wie ein Infrastrukturminister, also man könnte sagen Datenautobahnminister. Er betrachtet das Internet in erster Linie als Infrastruktur, das ist ja nicht verkehrt, aber das ist eben längst nicht alles. Internet besteht sehr viel mehr als den Leitungen nur, sondern eben auch aus den Diensten, die darauf aufgebaut werden, auf den Unternehmen, natürlich aus den Menschen, die damit in Zukunft eben arbeiten und leben. Was müsste jemand wie Herr Dobrindt tun, damit Sie sagen, dann werden wir dem Anspruch gerecht?
ein Land zu sein, was diese Zukunftsoption ausbaut. Dass es eine ist, müssen wir, glaube ich, nicht diskutieren. Eine gesamtheitliche Sicht braucht es da drauf. Man darf eben nicht nur das Internet als eine Art verlängerte Shoppingmeile betrachten und aus Leitungen, sondern wir müssen auch überlegen, wie zum Beispiel sich die Zukunft des Arbeitens entwickeln wird, wie sich die Zukunft von sozialer oder demokratischer Partizipation entwickelt im Internet. Das sind alles so Punkte, die so ein bisschen aus dem Fokus geraten, wenn man allein den wirtschaftlichen Aspekt im Auge hat. Netze sind ja die erste Voraussetzung überhaupt. Jetzt sind wir ja in Nordrhein-Westfalen mit 76%, glaube ich, für ein Flächenland eher nicht so ganz schlecht. Aber dass es nicht ausreicht, müssen wir auch nicht eine Sekunde diskutieren. Die Frage ist natürlich immer, der Bruchpunkt ist in den Ballungsgebieten, im Ruhrgebiet, im Köln-Bonner Raum, da haben wir das. Aber wenn man weiter aufs Land geht, fängt es schon an, schwierig zu werden. Dass es ein Entwicklungshemmnis ist, muss man, glaube ich, nicht mehr diskutieren. Aber es ist eben immer noch da. Ja. Was fehlt? Es fehlt eine Strategie, wie man tatsächlich diesen Ausbau auch in die Fläche bringt, also auch aufs Land bringt. Das ist das eine. Aber das Problem stellt sich auch schon im halbstädtischen Bereich, also in Stadtrandlagen, wo teilweise die Geschwindigkeiten wo zwar eine sogenannte Breitbandversorgung da ist, mit vielleicht 2 Mbit, aber die natürlich überhaupt nicht mehr zeitgemäß ist heutzutage. Und auch da muss im Prinzip eine neue Ausbauinitiative herkommen, um auch da die zukunftssichernden Bandbreiten von 50 Mbit und mehr zur Verfügung zu stellen. Jetzt haben Sie gesagt, da muss eine Initiative kommen. Wer ist denn jetzt Mann? Das würde ich schon mal gerne abschichten, weil immer die Frage ist, ist es eine Staatsaufgabe? Infrastruktur ist es, aber ist es eine staatliche Aufgabe? Bisher machen es die Privaten, mal die Telekom, die anderen Betreiber im Wettbewerb. Da hapert es auch manchmal. So, erstmal, wer muss es machen? Oder sagen Sie, Staatsaufgabe? Wenn wir die Situation haben, dass der Markt da funktioniert, dass also Angebot und Nachfrage dazu führen, dass diese Infrastruktur entsteht, spricht da ja nichts gegen, das zu machen. Aber wir haben eben die Situation, es gibt Bereiche auf dem Land oder auf entfernteren Gebieten, wo der Markt so nicht funktioniert. Und aber auch die haben ja nun ein Recht darauf. Ne? Also der Zugang zu einem breitbandigen Internet ist unseres Erachtens nach ein Bürgerrecht, was man haben kann. Wobei jetzt mal klar definiert, Sie sagen, wenn der Markt es nicht hergibt, um es mal deutlich zu sagen, wenn ein einzelner Bauernhof irgendwo außerhalb liegt, das ist schlicht zu teuer, Punkt. Und die Frage ist, wer übernimmt jetzt die Kosten, weil sie da wesentlich höher sind natürlich als im städtischen Bereich. Das ist ja die Verteilungsfrage, über die wir gerade diskutieren, oder? Genau, also jetzt ist ein Bauernhof natürlich ein Extrembeispiel. Ja, aber da kann man ja auch drüber reden, welche Technologie zum Anbinden dieses Bauernhofs sinnvoll ist, ob man da jetzt tatsächlich ein Glasfaser hinlegen muss oder ob da in dem Fall nicht tatsächlich viel Geld kostet, ne? Was sehr viel Geld kosten würde oder ob da in diesem einzelnen Fall eine Funkversorgung, eine LTE-Versorgung nicht tatsächlich ausreichend ist. Also LTE-Versorgung geht über müssen wir erklären, im Mobilfunk und das funktioniert bis zu welcher Bandbreite? Da haben wir ja schon inzwischen sehr fortschrittliche Angebote, die auskömmlich sind. Ja. Nun ist LTE eine Technologie, die nicht für eine flächendeckende Versorgung gedacht ist. Auch da muss man von ausgehen, je mehr Menschen diese Technik dann nutzen im Endeffekt, desto niedriger werden die Bandbreiten auch wiederum werden. Das ist wie beim Telefonieren im Fußballstadion, wenn sie es alle wollen oder bei Großereignissen, exakt, dann klappt es manchmal nicht. Exakt. Punkt. Also da gibt es gewisse natürliche Grenzen, wofür sich das eignet. Also für so einzelne Punkte, die zu versorgen und auch für die mobile Kommunikation, also wenn man ohnehin unterwegs ist, ist das das Mittel der Wahl. Aber um jetzt wirklich flächendeckend Häuser anzuschließen, ist das keine langfristige Lösung. Jetzt haben Sie immer noch nicht gesagt, wer muss es machen? Muss es am Ende der Staat bezahlen oder muss es ein Burden-Sharing geben zwischen Privaten, die irgendwo verdienen? Wie stellen Sie sich das vor? Die erste Möglichkeit muss natürlich sein, entsprechende Anreize zu setzen. Dass es also tatsächlich interessant wird, an der Stelle auszubauen. Aber es sind ja nicht nur Unternehmen gefragt, die da ausbauen sollen, also nicht nur Telekommunikationsunternehmen, sondern das machen Kommunen ja teilweise auch in Eigenregie. Und es gibt bürgerschaftliches. Wir haben ja gehört, in der hochumstrittenen oder in der umstrittenen oder kritisierten Regierungserklärung von Frau Kraft, es gibt Bürgermeister, in dem Fall waren sie, glaube ich, von der CDU. Ja. Die sind da ganz rührig und die gehen in Westfalen oder sonst wo es war, ich habe den Ort im Münsterland, die gehen her, die trommeln die Leute zusammen und die kriegen das hin. So, was machen die richtig? Da ist natürlich jemand daran, dem das Thema wirklich am Herzen liegt, der dann entsprechend organisiert und notfalls wird auch mal selbst zur Schaufel gegriffen. Finde ich eine hochspannende und hochinteressante Sache. Und ich finde, auch solches Engagement muss speziell unterstützt werden. Das sind ja oft gar keine großen finanziellen Summen, die da gebraucht werden, sondern oft liegt es daran, im Grunde braucht man nur das Material und man kriegt es über kommunale Betriebe durchaus alles schon verlegt, wenn man das möchte. Aber auch das muss dann klar sein, ein solches Netz gehört dann anschließend auch in die Bürgerhand.
Also wenn es so einfach ist, frage ich mich, warum diskutieren wir darüber? Dann kann man sagen, Jungs und Mädels, engagiert euch, dann läuft das schon. Oder sagen Sie, nee, das wird genau nicht reichen. Ja, es gibt mehrere Punkte, an denen das hakt. Das Engagement ist eben sehr unterschiedlich verteilt und auch das Wissen darüber ist sehr unterschiedlich verteilt. Es gibt eben einzelne Kommunen, die sind da schon sehr weit. Da sind auch dann meistens hängt es an einzelnen Personen, die da eine wahnsinnige tolle Initiative zeigen. Aber es fehlt eben der flächendeckende Ansatz, ne? Dass man also auch guckt, in welchen Kommunen ist das nicht so. Wie kann man das Ganze miteinander verzahnen? Haben wir auch eine Strategie, die hingeht und sagt, wo wir Infrastrukturausbau jetzt schon haben, legen wir da auch ein Glasfaserkabel oder also aber die berühmten Leerrohre. Wenn ich ohnehin schon den Boden aufreiße für eine Gasleitung, für andere Dinge, dann heißt es Leerrohr rein, damit wir nachher was durchschieben. Gibt es denn immer noch, jetzt frage ich mal, ich erinnere mich selbst an eigene Veranstaltungen auf der CeBIT schon vor fast 10 Jahren, wo wir genau das diskutiert haben. Ich stehe jetzt unglaublich da. Ja. Das gibt es immer noch nicht? Selbstverständlich gibt es das immer noch nicht. Also so unwissende Entscheider gibt es in Deutschland. Der Punkt ist, dass das tatsächlich eben eigentlich eine kommunale Aufgabe ist und dass die Kommunen natürlich stärker auch vernetzt werden müssen. Und ich sehe da ganz klar das Land Nordrhein-Westfalen auch in der Aufgabe, das zu tun, diese Vernetzung herzustellen. Also das Land müsste, da sind wir jetzt weg von der Bundesebene. Mhm. Mal eben, was kann der Bund mehr tun? Sie haben vorhin mal gesagt, das allgemeine Verständnis wecken. Die Bundeskanzlerin hält die schönen Reden und Frau Kraft muss liefern. Nicht nur. Natürlich gibt es auf der Bundesebene auch politische Rahmenbedingungen zu setzen. Denn so grundsätzliche Entscheidungen wie zum Beispiel das Thema Netzneutralität, die Haftung für WLAN-Zugänge, da kann man noch ganz viel zu erzählen. Das sind Sachen, die natürlich von der Bundesebene kommen, wo das Land keinen unmittelbaren Einfluss drauf hat. Aber der Breitbandausbau und die Vernetzung innerhalb der Kommunen, also wo es dann tatsächlich in die Infrastrukturumsetzung geht, das ist ganz klar eine Aufgabe, die das Land umsetzen kann. Aber auch dazu braucht es Geld. Und an der Stelle fehlt es halt auch. Jetzt haben Sie gerade gesagt, naja, eigentlich, wenn die Leute sich vor Ort zusammenschließen, geht es gar nicht um die großen Summen. Oder am Ende reden wir doch über die Milliarden. Also jetzt auf der CeBIT haben wir Herrn Höttges, den Telekom-Chef, getroffen. Der redet natürlich nur mal von den Milliarden, die er investiert. Dann kenne ich die ganzen privaten Anbieter, die sagen, naja, die Telekom macht uns eine unlautere Konkurrenz. Ich kann das nie wirklich beurteilen. Ist das so oder stimmen die sich nicht ab, nicht genügend ab? Wie könnte man das besser machen, dass man sagt, okay, eigentlich wäre ja klug, wenn die Telekom macht's hier, dann macht ein anderer das da. Das funktioniert aber nicht, oder? Oder nicht wirklich? Die Telekom hat natürlich ein ganz bestimmtes Ausbauziel. Also das ist ein Wirtschaftsunternehmen und die müssen natürlich langfristig die entsprechende Rendite damit erzielen. Es ist mal so entschieden worden, dass das privatisiert wird. Ob es richtig oder falsch war, müssen wir nicht diskutieren. Aber jetzt ist es so, es ist eine Aktiengesellschaft, die muss sich dem Markt stellen. Punkt. Richtig. Und da haben wir natürlich an den Stellen, wo das nicht funktioniert, rechnerisch die Frage, wer soll es in Zukunft machen? Und jetzt, ich sag mal, einfach einem Telefoninfrastrukturanbieter so viel Geld nachzuschmeißen, dass er das dann ausbaut, ist vielleicht auch nicht die Lösung. Also würde ich erstmal sagen, als Steuerzahler, es gibt vielleicht andere Dinge. Natürlich, Straßen müssen gebaut werden, aber dafür zahlen wir auch wieder Steuern und so weiter. Es sei denn, wir führen jetzt eine Internetsteuer ein, aber das wollen Sie, glaube ich, nicht. Nein. Aber ich sag mal, die Kosten müssen natürlich auch in irgendeiner Form solidarisch umgelegt werden. Es ist ja auch so, heutzutage, wenn Sie mit Abwasser versorgt werden, dann zahlen Sie ja auch nicht die Kosten individuell, die das jetzt ausgerechnet zu Ihnen gekostet hat, sondern das wird eben umgelegt auf alle. Nur da gehe ich mir eben dazwischen. Wie kann man das rein praktisch machen, wenn die Unternehmen, die es tun und die nachher profitieren, sind natürlich anders als die Stadtwerke, die vielleicht die Abwasserleitungen legen, sind dann in privater Hand. Da haben wir irgendwo ein strukturelles Problem. Ja. Richtig? Man könnte hingehen und Netze und den Betrieb zum Beispiel operational trennen. Dass man sagt, die Netze, die diese Investitionen erfordern, die sind auch anschließend dann zum Beispiel in kommunaler Hand oder in Bürgerhand. Und die werden dann sozusagen verpachtet. Verpachtet an den, der Dienste diesen anbietet. Dienst anbietet. Und diese Dienstanbieter, das kann ein Telekommunikationsunternehmen sein, das kann aber natürlich ganz genauso ein kommunales Unternehmen oder ein privates Unternehmen sein. Wo funktioniert sowas? Wo funktioniert sowas? Es gibt verschiedene Modelle, die in Deutschland genauso funktionieren. Also im Grunde ist es ja jetzt schon so, dass der Netzinhaber dazu verpflichtet ist, aufgrund der Plattformneutralität, zu der er verpflichtet ist, sein Netz ja auch den anderen Teilnehmern zur Mitbenutzung anzubieten. Ich glaube, jetzt müssen wir den Menschen, die nicht tagtäglich damit zu tun haben, diesen Begriff der Neutralität nochmal erklären. Der ist ja nicht unwichtig. Das heißt, ich mache es mal in der Kurzfassung, Sie mögen mich da korrigieren. Neutralität heißt, jeder, der da reingeht, kann rein und es gibt keine Prioritäten. Wobei natürlich dann bestimmte Menschen sagen, zum Beispiel die in Krankenhäusern ganz wichtige Informationen oder sicherheitstechnisch von der Polizei wichtige Informationen haben, die sagen natürlich, naja, also wenn ich gerade eine Operation mache und ich brauche einen Kollegen in Amerika
Und da kann jetzt jemand anders sich gerade mal eben nicht den Film runterladen. Das ist jetzt das plastische Beispiel. So, wofür sehen Sie? Komplette Neutralität? Oder kann es sowas wie eine Priorität geben, weil die natürlich dann bedeutet, wer trifft die Entscheidung, was ist prioritär? Wenn wir über Netzneutralität reden, dann wären gerade eben diese Beispiele mit der Operation im Organbereich oder der Verkehrskollisionswarnung angeführt. Das sind aber tatsächlich Nebelkerzen, weil diese Beispiele so gar nicht zutreffend sind. Okay. Man kann nicht hingehen und eine medizinisch wichtige Operation übers Internet ausführen. Also im Grunde brauchen Sie für einen solchen Dienst eine unterbrechungsfreie Internetversorgung. Und das ist ein Qualitätslevel, den Sie da brauchen. Aber jeder weiß, das Internet ist nicht unterbrechungsfrei. Das garantiert Ihnen niemand. Und wenn Sie eine lebenswichtige Operation sich darauf verlassen, dann haben Sie dann bringen Sie den Patienten in Gefahr. Genau dieselbe Situation. Auf Deutsch, Sie sagen, das kann eigentlich gar nicht passieren. Nein, das dürfte nicht passieren. Das darf eigentlich gar nicht passieren. Das andere Beispiel mit der Kollisionswarnung, stellen Sie sich vor, Google sagt mir, kommt jemand von rechts. Das ist ja Wahnsinn. Wir wissen doch, dass das mobile Internet zum Beispiel unter einer Brücke nicht immer zuverlässig funktioniert. Also diese Beispiele, die auf unterbrechungsfreien Netzversorgung angewiesen sind, die realisiert man nicht über das Internet. Das sind eben Dienste, die haben mit dem Internet, so wie wir das verstehen, also YouTube, Videos gucken, E-Mails schicken, nichts zu tun. Die kann man damit nicht realisieren. Das heißt, dieser Priorisierungsbedarf, den man dann hat, den muss man tatsächlich über andere Technik lösen. Und nicht darüber, dass man einen gewissen Teil des Internets raussondert und als Spezialdienst definiert. Also auf Deutsch sagen Sie, wir brauchen Neutralität, Punkt. Der Markt entscheidet das. Und wer was anderes will, muss sich ein eigenes Netz bauen, dass es dann sicher ist. Es gibt eine einzige Ausnahme, die das rechtfertigt. Das ist ein Datenpaket anders zu behandeln als andere. Das ist nämlich dann, wenn dieses Datenpaket für gleich ganz viele Benutzer gebraucht wird. Mhm. Dann macht es natürlich vielleicht Sinn, das auszusondern. Also wenn Ihre Parteitage live übertragen werden. Oh Gott, da kommt drauf an, wie viele Leute das zuschauen. Ne? Aber grundsätzlich ist das schon so. Normalerweise haben Sie eine 1-zu-1-Kommunikation im Internet und da gibt es tatsächlich keinen Unterschied zwischen den Datenpaketen. Also das ist ein Spezialfall, der zum Beispiel mit Broadcasting zu tun hat, also mit der Verbreitung von Rundfunk, den man technisch anders behandelt. Das ist aber eine technische Erfordernis. Und die Einsparung an Bandbreite, die dadurch entsteht, kommt allen zugute. Es ist nicht so, dass man tatsächlich hingeht und dann priorisiert zwischen den einzelnen Paketen. Unserer Meinung nach, also ich kenne kein einziges Beispiel, wo das tatsächlich begründet ist, dass Netzneutralität aufgehoben werden muss. Jetzt kommen wir zu dieser schönen neuen Welt, die da entsteht. Also auf der CeBIT habe ich dann Traktoren gesehen, die quasi alleine übers Feld fahren. Da kommt dann wenn der Mähdrescher voll ist, ein paar Minuten vorher, kommt dann der Anhänger und lädt das ab, fährt es wieder weg und so weiter und so weiter. So, das heißt ja viel für unsere Arbeitswelt. Auf der einen Seite ist es faszinierend, aber wie ich vorhin gesagt habe, auch beängstigend oder nicht? Sie haben vorhin mal gesagt, die Zukunft der Arbeit, wie wird die eigentlich aussehen? Genau. Also es bietet beides zugleich. Ne? Es wird sich was verändern, da geht kein Weg dran vorbei, das können wir auch nicht mehr aufhalten. Auch dieses Schlagwort Industrie 4.0, was immer sich dahinter verbirgt, ist ja Daten in Echtzeit in einer Menge zur Verfügung zu haben, wie es bisher nicht bekannt war. Ja. Das ist ein Risiko natürlich, beziehungsweise eine Veränderung, eine Disruption, die da entsteht, aber auch eine Chance. Das muss man eben tatsächlich auch annehmen, denn wir können diese Entwicklung nicht aufhalten, also müssen wir sie versuchen zu gestalten und nicht halt wie das Kaninchen vor der Schlange zu... Müssen wir gestalten? Wer muss was gestalten? Das ist die Bundesebene wahrscheinlich eher gefragt. Der Infrastrukturminister, von dem Sie vorhin gesagt haben, der muss sich zwar auch um den Ausbau kümmern, aber das reicht eigentlich nicht. Der Ausbau ist ja sozusagen die Basis, auf dem das alles stattfinden soll. Eben. Aber natürlich muss man auch Rahmenbedingungen setzen, in welcher Form das stattfinden soll. Das tut genauso die Bundesebene wie die Landesebene. Tun Sie es oder tun Sie es nicht? Ja, also es gehört zu Ihren Aufgaben. Also unseres Erachtens nach noch nicht ausreichend. Wer muss was machen? Kommen wir nochmal, versuchen wir es konkret. Also um nochmal ein bisschen kompliziert oder um nochmal ein Faktum einzuführen. Der Telekom-Chef hat am Montag nochmal klar gesagt, mindestens die Hälfte aller Arbeitsplätze wird sich in überschaubarer Zeit
komplett verändern, ja, wenn nicht sozusagen da wegfallen und dann entsteht vielleicht was Neues. Ist genau die These erstmal, ja. Kann über die Frage, wie lange ist der Zeitraum? Aber ja, der wird kürzer sein, auch wahrscheinlich, als wir beide heute Morgen noch denken, ja? Erstens wird er kürzer sein und zweitens wird er noch viel mehr Berufe und Arbeitsfelder berühren, als wir das jetzt im Moment so absehen. Die werten Kolleginnen und Kollegen, die hier bei uns hinter der Kamera stehen, vielleicht könnt ihr die ja auch mal zeigen, jedenfalls, die wird es dann im Zweifel nicht mehr geben, was ich natürlich bedauern würde, ne? Zum Beispiel. Die Aufgaben werden sich ändern, aber sie werden ja immer noch da sein. Also wenn jetzt tatsächlich mehr Maschinen anfangen, sich miteinander zu kommunizieren und abzustimmen, auch da muss ja jemand sein, der das Ganze sich ausdenkt, mhm, und dafür die entsprechenden Verfahren schreibt. Also so gesehen, was wir ja schon erlebt haben, ist die Automatisierung von vielen, also ich sag mal so handwerklichen Tätigkeiten. Was in Zukunft immer mehr auch in den Vordergrund steht, ist die, ich sag mal, Automatisierung von Beratungstätigkeiten. Ne? Also sowas wie eine Standarddiagnose, eine Standardberatung eines Anwaltes. Solche Sachen werden auch immer mehr in Zukunft crowdgesourced ins Internet. Und auch da werden erhebliche Änderungen auf freie Berufe zum Beispiel zukommen. Stichwort Sicherheit. Habe ich vorhin schon mal kurz angesprochen. Je größer die Datenmengen werden, und Sie haben genickt, umso schwieriger wird das natürlich zu beherrschen. So, wir haben auf der CeBIT auch gesehen, viele übrigens auch interessante kleine, mittlere Unternehmen aus Nordrhein-Westfalen sind da gar nicht schlecht. Wir haben auch entsprechende Lehrstühle. Sagen Sie, Thema schon mindestens in den Anfängen erkannt oder wo stehen wir da? Das Thema ist in Anfängen erkannt. Was man noch nicht berücksichtigt hat, ist, dass es ja auch so etwas wie ein Recht auf informationelle Selbstbestimmung gibt und dass das sich auch in diesen Datensammlungen durchziehen muss. Wem gehören diese Daten im Endeffekt? Im Moment ist das so, wer die Daten hat, dem gehören sie und der benutzt sie dann auch. Aber wir müssen stärker ein Bewusstsein dafür entwickeln, dass zunächst einmal darüber informiert werden muss, wo fließen diese Daten hin und dass man grundsätzlich erst gefragt werden muss. Jetzt frage ich Sie, bevor Sie anklicken, lassen wir mal die Hersteller weg. Wir kennen sie alle. Ich kriege wieder ein neues System auf mein Phone runter gebeamt und da muss ich anklicken. Ich habe das noch nie gelesen. Lesen Sie das? Ja, auch nicht immer. Geben Sie es zu. Auch nicht immer, nein, natürlich nicht. Aber es ist eben tatsächlich so, im Moment fehlen die Alternativen oft der Systeme. Das ist auch so ein Punkt, wo Europa meiner Meinung nach auch verschlafen hat. Das Ganze ist eben sehr stark amerikanisch dominiert. Ja, und wenn ich mir dann den EU-Internetkommissar Oettinger anschaue, dieses Feld sozusagen schon verloren gibt. Ich ahne, was Sie sagen wollen. Der ist da nicht wirklich drin. Er lernt. Ich hoffe. Bis jetzt bin ich noch nicht überzeugt. Jetzt haben Sie mich dann. Sie glauben, auf europäischer Ebene hätten wir mehr Chancen, da was zu tun. Ja, auf jeden Fall. Also es ist nicht so, dass man das Feld einfach verloren geben muss. Es ist ja durchaus der Bedarf da, dass man sagt, ein datengeschützter Raum, ein Raum, der unseren Vorstellungen von Privatsphäre und Datenschutz entspricht, da ist ja ein Bedürfnis für Daten. Aber der Satz, wer die Daten hat, hat künftig die Macht, ist richtig. Bei der Automobilindustrie gibt es die Diskussion, sind wir Deutschen das noch, die vielleicht schöne Autos bauen, aber die Amis haben die Daten und damit werden sie irgendwann wichtig und holen sich die Hülle da, wo sie es holen wollen, weil die Daten sind das Wichtige. Stimmt die These? Das ist im Moment natürlich ein Wettlauf, der da stattfindet zwischen den großen amerikanischen Internetkonzernen und den deutschen Autobauern. Die wollen natürlich auch gerne eine entsprechende Technologie haben und sie versuchen halt tatsächlich, diesen Bereich jetzt aufzuholen. Was empfehlen Sie denen? Werdet ganz schnell wach? Lernen. Oder sind die dabei? Lernen und vielleicht aber auch die entsprechenden Optionen anzubieten für die Nutzer, die Autokäufer, die Käufer, die sich dessen bewusst sind, solche Angebote eben in Zukunft zu schaffen. Also wir hätten jetzt noch eine Menge, was wir bereden können. Ich merke, dass wir stehen ganz am Anfang. Ich werde versprechen, dass wir das tun werden. Meine allerletzte Frage lautet jetzt, wenn Sie gleich Ihr wunderbares, kleines oder größeres Ding da wieder anschalten, wie viele Mails haben Sie dann? Och, dreistellig vielleicht. Dreistellig? Ich weiß es nicht, ja, kann sein. Okay, dann die nötige Muße, das alles zu beantworten. Ich bedanke mich, dass Sie heute Morgen bei uns waren. Dankeschön. Und das war ein kleiner Ausflug in die schöne neue Welt. Naja, ob sie schön wird, müssen wir noch ein bisschen was für tun. Danke, bis demnächst und tschüss. Danke.